Willkommen zurück, ihr Assassinen-Verrückten. Wir machen weiter mit einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Wir sind im DLC Das Schicksal von Atlantis unterwegs und wir sollen Chaos stiften, genau hier drüben. Da legen wir jetzt auch direkt mit los. Als erstes machen wir mal Nacht. Okay, machen wir doch nicht. Wahrscheinlich gibt es hier keine Nacht. Gut, ich habe hier schon mal... Niemand bemerkt. Genau, danke, Alexios. Ich habe hier schon mal fleißig markiert. Oh, ein Feuer sehe ich auch. Ich hätte den auch meucheln können, habt ihr gesehen? Irgendwann werde ich mir das auch nochmal antun, gegen so einen Koloss zu kämpfen. Aber dann, wenn ich mir das Schlachtfeld aussuche. So, wir müssen hier irgendwie als erstes das Feuer eliminieren. Das ist mir sehr wichtig. Wer war das? Die kommen auch direkt auf den Punkt, ne? Gute Nacht, my love. Ja klar, zwei. Ich gehe mal lieber hier in das Gebüsch rein. Wie praktisch. Wo kam das gerade her? Die Rüstungen sehen irgendwie cool aus. So, den hätten wir. Kann ihn nicht werfen. Mein Speer ist nutzlos, wenn ich an der Kante hänge. Ich glaube, die sehen mich nicht, wenn ich dahin fliege. Schnell zum Feuer. Ein bisschen looten tun wir auch. Scheiße, jetzt geht er weg. Wo ist der andere hingelaufen? Der legt sich hin. Gute Nacht. Da musst du schon ein bisschen früher aufstehen. Hier vorne ist irgendwo eine Truhe. Noch nichts erledigt. Ist alles ein bisschen unübersichtlich. Die Truhe ist ja in dieser Richtung. Alles klar. Der kommt nicht raus. Ja.
Wenn da drin kein Koloss ist, dann ist das perfekt. Der sieht mich nicht, ne? Guck genau zur anderen Seite. Ah, super genial. In your face, Motherfucker. Perfekt. Da ist doch eine Truhe. Wahrscheinlich in dieser Höhle. Oder auch nicht. Das ist hier alles miteinander verbunden über diese Brücken. Jetzt habe ich das verstanden. Alles klar. Okay, oder auch nicht. Aber wir kommen ja auch so hoch. Wenn Alexios denn mal will. Jut, jut, jut. Nee, 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 nee. Hier gehe ich nicht hoch. Boah, die haben Augen wie ein Luchs, ne? Krass. In den Schädel. Der guckt da vorne rum. Das ist alles so verwinkelt. Oh, wow, 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 wow. Da müssen wir aber aufpassen. Schau dir mal die Kunst an, Junge. Das ist echt krass verwinkelt, oder? Wow, 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 wow. Das war ganz schön knapp. Wunderherrlich. Das ist gut. Wo geht der hin? Nein, nein, nein. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Auf den will ich nicht springen. Geh du mal weg. Von dem Koloss. Schön. Jetzt können wir das Ding abschießen. Drei Stück sind hier. Habe ich ja jetzt erst gesehen. Ja, leck die Ziege. Ah!
keine Ahnung, wo der lang geht. Springen wir auf den Dez. Na, da kommt er schon. Oder auch nicht. Er backt fest. Ach, Kollege. Ich glaube, hier haben wir alles. Auf diesem Zipfel. Dann gehen wir rüber. Zwei Truhen, eine Reserve, noch zwei Fackeln und ein Befehlshaber. Läuft. Nehmen wir den offiziellen Weg. Oder auch nicht. Ich muss da wieder ein bisschen Adrenalin fahren. Ungefähr so. Und da oben ist eine Kiste drin. Wie jetzt? Ich komme den Baum nicht hoch. So lobe ich mir das. Ganz viele Schätze für Papa. Wir machen Fortschritte. Wenn auch keine großen, aber wir machen Fortschritte. Da kommt ein Idiot angewackelt. Wo gehst du lang, Bobby? Bobby geht nirgendwo mehr lang. Da haben wir eine Fackel. Da haben wir Vorräte. Sie fallen wie die Fliegen. Dann nimm das doch mit. Nein. Alexis ist bescheiden. Nimm doch nicht alles mit. Und voll rein. Jetzt brauche ich alles nur noch einmal.
kraxeln wir hier hoch. Hey, Moment mal, der hat irgendwas gesehen, der Typ. Er hatte irgendwas gesehen. Ganz ruhig bleiben. Wahrscheinlich hat er gesehen, wie ich die Fackel ausgeschossen habe. Ruhig bleiben und den Schock bekämpfen. Ach ja, andere Richtung. Phobos können wir nicht gebrauchen. Da ist die Kiste. Wo ist die letzte Fackel? Ah, die finden wir auch schon noch. Wer braucht schon den Spartiatentritt? Wenn er so einen geilen Speer hat. Kuckuck. Aber einen Zipfel gibt's noch, weil der Anführer guckt ja auch noch irgendwo rum. Wird nix. Und dann andersrum. Komm, nehmen wir die Truhe schon mal mit. Was wir haben, das haben wir. Ja, mach doch fertig. Was ist denn los? Fünftausend. Im Schutz der Säule, da flog das Blut. Der Koloss bleibt ganz ruhig. An der Wand lang. Dankeschön. Jetzt brauche ich noch eine Fackel. Aber wo ist die? Die wird wahrscheinlich da hinten sein, ne? Ja, da ist nämlich der Anführer. Ja, ja, ich sehe sie schon. Also soweit haben wir alles weggeräumt. Jetzt brauchen wir nur noch den Anführer wegräumen. Der wird ja da oben sein. Oh, 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 oh. Den habe ich gar nicht gesehen. Er wird bewacht von mächtigen Kolossen. Ich werde versuchen, ihn zu meucheln.
Entweder klappt es oder es klappt nicht, aber es sollte klappen. Wir haben die Kolosse erweckt. Wir sind so bescheuert. Hauen wir sie weg. Wow. Gib mir mal dein Adrenalin. Wo ist eine andere? Haben wir den schon weggeholt? Fick dich! Aus der Ecke raus. Ja, genau. Krass. Richtig krass. Richtig krass. Der Typ. Du bist der fucking Endgegner. Was zur Hölle? Wartet mal. Kann ich dem entkommen? Frage beantwortet. Kann ich nicht. Hoch, Alexios! Boah, der klettert wieder wie so ein Affe hier. Wir schnaufen durch. Puh. Der war aber ganz schön fies drauf. Vielleicht erstarrt er auch wieder. Tschüss, du Idiot. Kruzifix. Jetzt müssen wir zurück. Schauen wir mal. Aber wir können die Schnellreise ja eh nicht benutzen. Aber was ist hier? Ein unentdeckter Ort. Da will ich auch noch hin, bevor wir jetzt zurückgehen. Wir sind ja hier in der Ecke. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf der Ebene. Eine Truhe. Nice. Eine Marmorstatue. Nur zwei? Drei. Waren ja bei der letzten auch. Hätte mich auch gewundert, wenn es jetzt nur zwei gewesen wären. Wir brauchen Adrenalin. Definitiv. Hat gereicht. Er macht es ein bisschen intelligenter.
gucken, ob die jetzt erwachen. Nein. Dann lassen wir den Idiot da hinten stehen. Ciao. Optimum. Jetzt sind wir raus aus dem Gebiet. Schauen wir uns mal das Inventar an, was wir so eingesammelt haben. Nichts Dickes. Nur Crap. Hier gibt's auch was. Haben wir doch einiges mitgenommen. Bin ich schon wieder in der Stufe? Echt jetzt? Das geht ja schneller wie Ferkelwemsen hier. Sodele. Das haben wir. Das haben wir. Wir müssen hier hin. Also bietet sich hier die Schnellreise an. Da unten ist es. Haben wir schon geplündert. Autsch, mein Kopf. Adonis. So gut sieht der gar nicht aus. Ich hab's. Kommst du mich jetzt? Du hast mich einen Schritt näher zu meiner Liebsten gebracht. Ein guter Anfang. Wer ist diese Liebste, von der du ständig sprichst? Das schönste Wesen, das jemals existiert hat. Ihr Gesicht ist so hübsch, dass man alle anderen vergisst, wenn man es ansieht. Vielleicht hast du von ihr gehört. Aphrodite. Ich Klar. Hätte dich nicht für einen Poeten. Sie inspiriert mich dazu. Ich glaube nicht, dass er davon steht, aber wir versuchen's. Ich wette, ich könnte dich zu ein oder zwei Versen inspirieren. Du klingst wie Persephone. Sie versucht alles, damit ich Aphrodite vergesse. Gut. Und was jetzt? Nicht hier. Komm in mein Lager in Japetos Ruinen. Bevor du gehst, eines noch. Im ganzen Elysion findest du Persephones Aufseherinnen und Fackeln des Hypnos. Wenn wir ihren Einfluss verringern wollen, müssen wir sie vernichten. Und wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ist ja nicht so, als hätten wir schon ein paar Fackeln zerstört. Es ist Zeit, die berüchtigte Persephone kennenzulernen. Alexios, da bin ich voll auf deiner Seite, aber nicht mehr in dieser Folge, Freunde. Das machen wir in der nächsten oder vielleicht was anderes. Schauen wir einfach mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.